willkommen, Heinrich. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Geht es dir gut? Gut. Gut. Er wollte mich umbringen. Aber ich dachte... Es war Paycar. Dort liegt er. Du hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten. Geh mir aus den Augen, hörst du? Er hätte mich töten können, um Gottes Willen. Weckst du mich? Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Tribok. Das garantiere ich dir. Eine Sache noch. Falls er dich irgendwo mit einer Losung hinschickt, in der ein Fuchs vorkommt... Solltest du lieber auf der Hut sein. Losung? Fuchs? In Ordnung, ich denke daran. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Und die Männer werden es auch sein. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele Leben. Ich sollte nicht, aber wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. Meister Pfeffer, wie läuft es mit dem Bau des Tribox? Nun, da mir Meister Kieser hilft, viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ist es eher so, dass ich ihm helfe. Ich mache mir Notizen und lerne. Nächstes Mal bist du der Meisterkonstrukteur. Lieber wäre mir, es gäbe kein nächstes Mal. Schön, dass du da bist. Wie läuft die Arbeit mit Meister Kieser? Ausgezeichnet. Sein Wissen über Konstruktionen und Mechanik ist erstaunlich. Er ist wahrlich begabt. Also hast du keine Zweifel am Nutzen des Tribox? Nicht im geringsten. Es ist offenkundig, dass Meister Kieser genau weiß, was er tut. Wie lange glaubst du, wird es noch dauern? Ich wage es nicht zu schätzen. Das Grundgerüst ist wohl einfach und schnell gebaut. Die anderen Sachen sind komplizierter. Dann wären da noch das Auswuchten, die Flugbahn, die Reichweite. Verstanden. Ich hoffe, er ist bald fertig. Ich ebenso, Heinrich. Willkommen, Heinrich! Hallo, Gott schütze dich! Was hältst du von Meister Kieser? Er ist sehr geschickt und weiß, was er tut. Und was er sonst noch daherredet, ich ließ ihn das gern versuchen, aber bei einer anderen Burg. Glaubst du, etwas davon ist wahr? Ich habe solches Kriegsgerät noch nie gesehen und kann es nicht beurteilen. Was er sagt, würde unsere gesamte Kriegsführung verändern.
Er zeigte mir ein paar seiner Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie oder ein Wahnsinniger ist. Was zum Teufel? Hey, pass auf! Leute fast umgebracht. Hallo Heinrich. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Was denkst du über Meister Kieser, Herr Divisch? Ich? Als würde es nicht reichen, riesige Felsbrocken auf meine Burg zu schleudern, will er auch noch Fässer mit Schwarzpulver. Ich verstehe. Aber er muss etwas unternehmen. Diese Felsen könnten meine Frau treffen. Und wenn die sie nicht erschlagen, könnte sie das Schwarzpulver zusammen mit Herrn Ratzig verbrennen. Ja, ich weiß. Verzeih. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ähnlich. Wenn wir fertig sind, in welchem Zustand mag meine Burg wohl sein? Was soll ich tun, wenn das Schlimmste passiert? Was... Ach, genug davon. Sprechen wir lieber ein Gebet. Ich habe einen Knochensäger für die Verwundeten herbeordert. Hab Dank. Die meisten von ihnen verloren ihr Zuhause und ihr Leben ist alles, was ihnen noch bleibt. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Thank you.
Heinrich kommt uns besuchen. Hey, Heinrich! Wie geht. Hey, Heinrich, komm! Schön, dass du da bist. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen?